Heute gibt es mal einen Wikinger-Topf, nenne ich ihn mal. Oder einfach, wie schmeiße ich alle Reste, die ich zu Hause noch rumfliegen habe, sinnvoll in ein Gericht rein. Also legen wir los. Als Zutaten habe ich jetzt das hier, was ich noch so gefunden habe und habe eben auch gerade noch 1 Kilo Gehacktes gekauft. Ich habe jetzt hier in diesem Fall eine Zucchini, eine rote Zwiebel, ein paar Möhren, Paprika, ein paar Kartoffeln, einen Blumenkohl. Geschmacksbooster kommt gleich zum Einsatz, Tomatenmark, Schlagsahne und logischerweise Knoblauchbooster. So, das muss ich aber erstmal jetzt alles klein schnibbeln. Damit wäre dann der Schnibbelpart abgeschlossen. Hier mache ich jetzt Geschmacksbooster rein. Und zwar einmal, zweimal. Und das fülle ich dann jetzt mit Wasser auf und lasse das schon mal kochen. Bisschen Öl rein in die Pfanne. Und die Zwiebeln anschwitzen. Und während die Zwiebeln schon mal vor sich hin schwitzen, kann ich schon mal das Gehackte hier einmal mit Salz und Pfeffer und Paprika würzen. Knoblauchbooster packe ich da auch gleich mit rein. Wenn das Gehackte jetzt angebraten ist, dann mache ich da noch Tomatenmark rein. Mit 2-3 Esslöffel. Lass sie kurz mal so ein bisschen mitbrutzeln hier. Und dann schmeiße ich jetzt gleich noch eine Dose Mutti rein. Und Sahne und eventuell noch Joghurt, weil ich gerade keinen Frischkäse habe. Das entscheide ich jetzt gleich. Wie gesagt, alles Freischnauze. Dann noch den Rest rein, meine Paprika. Und die Zucchini noch rein. Das lasse ich jetzt mal fröhlich vor sich hin köcheln, so 20 Minuten circa, dass alles ein bisschen gar wird. Schon kochen? Nee, noch nicht. Deckel! Das kann ich aber schon mal eben noch mal fein abschmecken hier. Was noch fehlt oder nicht fehlt. Ja. Geht noch ein bisschen Pep rein. Ein bisschen Salz geht auch noch. Und Pfeffer auch noch. So. Nochmal checken.
Ja, jetzt ist gut. Wenn man das hier gleich ein bisschen gekocht hat, dann kommt der Rest auch noch da rein. Das da rein, weil das nicht da rein passt. Das Gemüse habe ich jetzt bissfest gekocht. Ist jetzt ready. Und jetzt muss ich beides nur noch kombinieren. Möglichst ohne zu plempern. Ich habe schon so einen großen Topf genommen. Mensch! Und einmal durchmixen hier. Jetzt entscheide ich gleich vom Flüssigkeitsgehalt, ob ich da noch Quark reinmache, Joghurt reinmache, meine ich. Um das Ganze ein bisschen soßiger zu bekommen. Wie gesagt, das kann man jetzt machen, wie man will. Aber ich glaube, das dürfte so eigentlich ausreichen. Soll ja keine direkte Suppe sein, sondern so einmal alles durcheinander. Sieht wild aus. Mega. Und reicht. Also, mir reicht das vollkommen aus. Von der Konsistenz her. Also, wenn ich Bock hätte, könnte ich jetzt noch Joghurt reinmachen. Ich frage gleich immer rum. Wenn nicht, dann halt nicht. Achso, Mengenangaben im Rezept schreibe ich mal rein. Das ist jetzt hier für 2 Tage. Für, also 2x3 Personen, also für 6 Personen. Könnt ihr dementsprechend hoch oder runter rechnen. Ja, probiert es mal aus, macht es mal nach und genau, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, immer her damit. Die können ja nicht nur mir helfen, sondern auch euch da draußen helfen. Und wir sehen uns beim nächsten Rezept schon wieder und wir essen jetzt mal Wikingertopf.